Guten Tag. Die heutige Losung steht im 1. Moses Kapitel 39, Vers 9. Josef sprach zur Frau des Potiphar, die ihn verführen wollte: Wie soll ich ein so großes Unrecht begehen und wider Gott sündigen? Der Lehrtext dazu steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1. Paulus schreibt an Timotheus: So sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Das Gebot Gottes, Ehebruch zu vermeiden, macht sehr Sinn. Das sehe ich täglich in Gesprächen mit Alleinerziehenden, die wegen einer Trennung in finanzielle Not geraten sind. Oft bevorzugt der Mensch die Erfüllung kurzfristiger Ziele gegenüber langfristigen. Das sahen wir besonders während der letzten Wochen, als es darum ging, in eigener Verantwortung auf Aktivitäten zu verzichten, die die Verbreitung von Covid-19 begünstigten. Josef musste sehr stark sein, um sich den Avancen der Frau Potiphar zu erwehren. Ich bin sicher, dass ihm klar war, dass er auch bei einer Weigerung massive Probleme bekommt, geschweige dann, wenn er nachgibt. Ein Riesendilemma. Hier half Josef seinen Glauben an die Richtigkeit der Gebote Gottes. Josef wurde vorerst nicht belohnt für sein Durchhalten. Er kam ins Gefängnis und Gott musste nochmals eingreifen, um ihn auf den Weg zum höchsten Beamten in Ägypten zu führen. Wenn ich an den jetzigen Slowdown denke, versuche ich mir vorzustellen, dass wir dafür später wieder mehr Freiheiten bekommen. Wenn wir uns jetzt über das gesetzliche Maß hinaus an die Covid-19-Regeln halten. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben oder werden Sie gesund.